Hallo und herzlichst willkommen zum ersten React hier auf Deus Nemesis. Der gute Anubi-Chan hat letztens geschrieben: Ey, hast du schon den neuen Trailer von Monster Hunter Rise gesehen? Wenn ja, wie findest du es? Und ich dachte mir, nee, ich war im Urlaub, ich habe alles verpasst. Und danach war ich arbeiten und habe noch mehr verpasst. Also nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, um das mal zusammen zu schneiden. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht mal sinnvoll, direkt die Monster Hunter Direct komplett anzugucken, weil vielleicht auch noch andere Sachen mit angekündigt worden wären. Hauptsächlich geht es natürlich um Monster Hunter Rise, hoffe ich mal, keine Ahnung, was die 16 Minuten labern wollen für, ich glaube, es kommt noch Monster Story 2 oder so, keine Ahnung, was die da für 5 Minuten Trailer, 16 Minuten labern, aber Nintendo kann gut labern. Deswegen schauen wir uns ganz kurz an, was sie zu erzählen haben, rechts natürlich bei Nintendo, ich hoffe, sie lassen mich freundlicherweise das hier als React machen, und bannen nicht meinen kompletten Channel. Ihr könnt auch gerne die 0,02 Cent haben, die ich durchgeben müsste. Hi. In this direct, we'll be showing off the latest games in the Monster Hunter series. To kick things off, please take a look at this announcement trailer. Das geht doch schon mal gut los, danke. Kein langes Rumgelabere, so wie bei mir immer. Den hatte ich schon im Thumbnail gesehen. Das gute kleine Hühnchen, der liebe Timmy, auf dem wir wohl jetzt, ich glaube, auch reiten können, wenn ich das richtig gesehen habe auf dem Bild. Sieht schon mal ziemlich gut aus. Besser als ein 3DS-Port. Ja, that's my bum. That's my bum. Okay. Man kann reiten. Wobei, es macht ja Sinn. Früher bei World Contest ist es ja auch, bloß halt auf Umweltmonstern. What the fuck? Wir werden Spider-Man! Yay! What? Wait, ist das ein Open-World-Spiel? I just got an important letter. Wait a second! Oh, das wäre scheiße geil. Okay, also Monster sehen episch wie eh und je aus. Ja, gleich Aknosom, ich stehe dir nur kurz das Spotlight. Gut, es muss nicht Open World sein. Es würde natürlich passen, weil es mich gerade schon durchaus ein bisschen an Zelda Breath of the Wild erinnert hat. Gut, bei Monster Hunter World waren die auch schon relativ weitläufig und es gab keine Ladescreens zwischen den Gebieten. Der nächste logische Schritt wäre eine komplette Open World, wobei ich nicht weiß, ob bei Monster Hunter das viel rumlaufen unbedingt zum Spielfluss beitragen würde. Also vielleicht machen sie es nicht. Aber die Idee wäre mal ganz cool, allein schon, weil ich Open-World-Spiele liebe. Egal, das muss nicht sein. Werden sie uns wahrscheinlich gleich erzählen. Ah, es gibt wieder neue Spatzenhörner, alles klar. Das ist effektiv wie ein Kutku mit Feuerspeien, na toll. Das ist Perry, das Schnabeltier! Nice! Ja, okay, es sind irgendwelche Trome-Weiterentwicklungen, die Dobobek imitieren. That monster is known as Magnum Nalo. Nyam, nyam, nyalo, okay. Sieht cooler aus, als der Name sagen würde. Nice, es gibt wieder Gebietskämpfe, das ist auch sehr geil. Das ist Monster. Jäger werden wirklich von Teil zu Teil mehr zu irgendwelchen Superhelden durch die Gegend springen. Ich dachte mir das schon bei Monster Hunter Frontier, als ich meinen Trailer gesehen habe. Gut, das kam hier nie in Deutschland. War ein Online-Spiel. Also auch schon für PC. Also effektiv ein Vorgänger von World, wenn man es so formulieren wollen würde. Dachte mir auch schon, okay, mein Gott, die werden immer mehr zu Superhelden. Und am Anfang fand ich das so ein bisschen, ja, eigentlich doof, weil ich hatte halt nur Unite gespielt und da ist halt Schlag, Schlag, Rollen, easy. Und mir vielleicht merkt mit komplexeren Sachen bin ich dezent überfordert. Aber bei Words hat es sehr viel Spaß gemacht. Also noch ein bisschen mehr durch die Gegend sausen kann ja jetzt mal nicht schaden. Hoffe ich mal. Vor allen Dingen reden die Leute jetzt auch nochmal sinnvoll. Ist das wirklich ein verkacktes Schnabeltier? Ist das eine Sense? Fuck, ich hätte auf die Waffen achten sollen. Aber ja, die scheinen wirklich zu reden. Oh, das kann nervig werden. Also, natürlich, Monster Hunter Rise. Ich meine, es kommt aus Japan und China. Irgendwann müsste Rise mal kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe viel zu wenig auf die Waffen geachtet. Die Leute labern die ganze Zeit. Das war jetzt schon im Trailer nervig. Ich meine, witzig ist, hör. Aber wenn die jetzt anfangen zu labern,
Das kann witzig sein, versteht mich nicht falsch. Bei Fire Emblem Three Houses kam 90% der Witze, die ich gemacht habe, von dem, was die Typen gelabert haben. Mit ihrem Blei Sif ja, I have no time for mercy oder you are irrelevant. Bist du im Krieg und schreit so ein 14-jähriges Mädchen dir ins Gesicht, you are irrelevant. Danke, ich bin ein Bandit geworden, um meine Familie zu ernähren. Was soll der Scheiß? Aber das könnte witzig sein. Könnte einem aber auch auf die Eier gehen. Okay, mal sehen, wer so... Ihr seid mir jetzt schon creepy. Okay, im März. Wahrscheinlich wieder weltweit. Da hat ja Monster Hunter jetzt auch schon angefangen, das so einzuführen. Könnte cool werden. Dann, erzähl mir, was ich ja gesehen habe. Monster Hunter Rise. The Rise in the title refers to the idea of hunters running up cliffs and making use of the verticality of environment. Wir sind halt literally Spider-Man. That gets lots of people around the world bursting with excitement. Wobei es sehr witzig sein könnte. Also ich meine, dieses Spider-Man-Feeling wurde ja auch schon von Insomniac war es, glaube ich, in Spider-Man für die PS4 perfekt umgesetzt. Sehr geiles Spiel, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn das ähnlich wird, gut, man schwingt nicht direkt, man zieht sich, das ist vielleicht technically different, aber wenn dieses Rumlaufen ähnlich viel Spaß macht wie dort, freue ich mich richtig darauf. Weil während ich mich 90% der Zeit einfach nur an Wänden sehe, von links nach rechts springend und an dem Monster vorbeispringt, weil ich cool sein will. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Monster Hunter is a hunting action game series where players get to confront huge monsters in majestic natural environments. Gut, das ist nichts Neues, ja. It's been 16 years since the debut of the series. And this new entry will take advantage of the portability of the Nintendo Switch to provide a Monster Hunter experience that anyone can enjoy whenever über and wherever alles they drüber want. Fliegen ist einfach geil. Now before we talk more about the game itself, I'd like es sieht übrigens logischerweise, weil World ein PC Titel ist, schlechter aus als World. Zumindest von dem, was ich jetzt hier sehe, es kann natürlich auch sein, dass meine Grafikeinstellungen für meinen Bildschirm kacke sind und das besser wird, wenn ich dann auf der Switch spiele. I don't know. Aber es sieht definitiv besser aus als Generations Ultimate, was ja mein inzwischen einziger Kritikpunkt geworden ist bei Generations Ultimate. Dass es halt literally ein 3DS-Import ist. Wir machen alles größer. Wir haben mehr Pixel. That's not how it works. Das scheint besser auszusehen. Wie gesagt, nicht World-Niveau, aber für eine Konsole doch sehr gut. Like to introduce Yasunori Ichinose, so dass ich Bock auf habe, es zu spielen und es nicht aussieht, als ob es rückwärts laufen würde. I'm Yasunori Ichinose, the director. It's nice to be here today. First, I'd like to talk about the new act. Ich habe nicht ganz zugehört, aber er hat gerade nur gesagt, ich würde ihn gern hier begrüßen. Hallo, meine Damen und Herren, und er ist wieder weg. Ich wollte ja nicht mit ihm reden, ich wollte ihn nur begrüßen. So muss ich das jetzt bei jedem Weihnachten auch machen. Ich wollte noch mal kurz meine Familie begrüßen und dann gehe ich wieder. Actions we've had in this game. Okay, genau. This game will let you go to all kinds of places on the map, such as cliffs and elevated platforms. Das ist halt, das reicht mir schon. Es muss ja nicht zwangsweise Open World sein. Übrigens, wir sehen da rechts schon wieder die Heilungsfliege. Das heißt, die World Mechanics werden wahrscheinlich mit drin sein allesamt, was auch wieder sehr cool ist. Aber mir reicht es ja schon, wenn ich mich frei in der Welt bewegen kann. Das muss ja jetzt nicht zwangsweise kein Ladebildschirm sein. Es kann ja einfach eine große Map sein. Aber wie wollen die das machen ohne eine Alpha-Wand? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt da hinten diesen riesengroßen Berg sehe, wäre meine erste Idee, da renne ich hoch. Ich hoffe, ich habe meine Kamera richtig rumgedreht, das kann sein, ich jetzt die falsche Richtung zeige. Egal, das ist ja meine erste Reaktion. Und wie willst du ein Gebiet beenden, wenn der Spieler überall hinrennen kann? Außer mit einer Alpha-Wand. Oder irgendwas, was dich dann zurückstößt. Ich erinnere mich an Pokémon Sonne und Mond. Ich surf jetzt mal nach draußen. Oh, hier ist eine dauerhaft große Welle. Och, da komme ich nicht vorbei. Well, shit. ...are made possible thanks to a little creature called the Wirebug. Navi. The player carries several of these small bugs around, and they allow you to climb to a variety of places that would normally be out of reach. Ah, damit machen sie das. Sie machen die Wellen einfach nur höher. Ich meine, sie haben gerade gesagt, das ist ein Item, das wird wahrscheinlich verbraucht jedes Mal, wenn es einsetzt. Schade. Ich muss direkt am Anfang 999 davon farmen. Ich werde das komplette Let's Play Spaß haben werde. Übrigens, die normale Textur, wie gesagt, besser als Generations Ultimate, aber schlechter als Word. Gut, aber, das heißt, die limiten das einfach, indem sie sehr, sehr hohe Wände oder sehr, sehr tiefe Abfälle haben, wo du einfach nicht runterspringen kannst.
hoffentlich bringt das einfach so Flow nicht raus. Wahrscheinlich am Anfang ist ein bisschen ey unfair und am Ende weiß halt, wo es ist und läuft halt nicht lang. Additionally, was immer das. Wait a second. Ja, gleich cool. Was ist das da? Diese, jetzt bräuchte ich einen Mauszeiger. Das sieht entweder wie Items aus oder wie irgendwas, was du wieder in Umgebung kaputt machen kannst. Diese drei verschiedenen Farben. Die Ampel, die da leuchtet. Du darfst auf diesem Berg nicht, wenn Rot gerade leuchtet. Wäre natürlich auch witzig. Additionally, there's a great variety of actions you can perform by combining the wire bugs with attacks. Also ist jetzt die Insektenkill useless? Your favorite weapon is what the combat is going to be all about. Jawoll! Also sie haben Insektenklebe effektiv useless gemacht, weil jede Waffe jetzt hier Insektenklebe ist. Also zumindest das, was ich an Insektenklebe mag, mit dem wir jetzt rumspringen. Mit Fiolen sammeln wird wahrscheinlich noch gleich bleiben. Mal sehen, wie sie Insektenklebe da gebufft haben, weil es ja immer die Luftwaffe war. Und effektiv hat jede Waffe jetzt in Luftkampfstil von Grund aus ausgerüstet. Weil hier wird Items weggehen wahrscheinlich. Okay, erstmal, das hier wird der Wirebug sein, das ist Schild und Schwert, was der festhält. Die Frage ist, was das davor war. Gut, das hier ist ein Großschwert, das da. Er hält es wie eine Lanze. Beziehungsweise explodiert teilweise, glaube ich, könnte es Gewehrlanze sein. Das heißt, es ist wahrscheinlich keine Sense, die neue Waffe ist. Wäre auch mal interessant, das zu sehen, aber sieht sehr lanzig aus. Jawohl, swing it, bitch. Darf ich Bitch sagen, wenn ich ein Nintendo-Video anschaue? Bitte verklagt mich nicht! Environments. Ich meine einen weiblichen Hund. When you start a quest, you'll be whisked to an open map that forms one single seamless locale. Okay. Das heißt, lange, sehr, sehr große Gebiete. We've made sure to create the locales to make full use of the Wirebug's abilities. Okay, also wie gesagt, darauf habe ich auf jeden Fall Bock. About one of the new areas in this game, which we already showed a glimpse of in the trailer just now, called the Shrine Ruins. From the starting camp, you can run down the mountain to get to the main field. Wasser sieht besser aus. Wasser ist nicht mehr Copy and Paste. Das ist mir persönlich wichtig. Boden ist immer noch Copy and Paste, aber beim Wasser haben sie auf mich gehört. Nice. Wie erstmal selbst verwirrt ist, wo bin ich jetzt? This area is characterized by the scattered ruins of an ancient shrine, hence the name. Oh. I can't explain in too much detail, but there solche are Kämpfe waren schon bei Gott und der Bürst super. Locale, so I hope you take the time to explore when going on your hunt. Aber sowas von. Die werden sich zeigen, wie die Map zu Ende geht. Next, I'd like to show you a new type of canine buddy, known as a Palamute. Palamute. Wehe, der spricht auch nur einmal im Spiel. Can run around with hunters sitting on their backs. Oh, Reiten ist immer so geil in jedem Spiel. While you're riding one, your stamina doesn't decrease, so you can keep running at high speed for as long as you want. Das ist biologisch und physikalisch inkorrekt, aber egal. Able to perform various actions, like using certain items or recovering your health. Wie verarscht dich der Hund vorkommen muss? Ja, alles klar, ich arbeite hier, du frisst so ein scheiß Steak auf meinem Rücken, was soll der Kack? Okay. Aber übrigens, wie gesagt, biologisch ungünstig, weil eigentlich sind Menschen die Tiere mit der meisten Ausdauer. Und alle anderen haben weniger, weil alle anderen Tiere nicht schwitzen können und schwitzen uns abkühlt, womit wir nicht im Hitzetod sterben, wenn wir mehr als 5 Meter rennen. Also außer in der momentanen Gesellschaft, wo 90% der Leute nach 5 Meter Rennen sterben. Aber das sei dahingestellt, rein biologisch könnten wir mehr. As an attacker type, they will help you out. Die können mit angreifen! Also es ist effektiv wie eine Feline, du also drauf reiten kannst. Und weil ich sowieso auf meinen Felinen immer geritten bin, weißt du? In Palico from past games also make their return again. They will help you out as a support type. Okay. Sie blasen mir wieder ein. You can take two buddies with you on a quest, and you are free to decide which combination of buddies you want. In multiplayer. Ich war ja schon immer so eher der Typ Hund, ne? Es tut mir leid, Toni, aber die wollen mich wenigstens nicht umbringen. Each hunter can bring one buddy with them. Nice.
Natürlich, damit alle mit dem Hund weiter reiten können, weil man sonst nicht rechtzeitig am Gebiet ist. 18. Was? Ah, okay, New Monsters. About the new monsters. Hat der weiße Shirt eigentlich des kompletten Dings irgendwas gesagt, außer Hallo? Ich glaube nicht. First, this is the flagship monster for this game, Magnamalo. Fanged we can't show okay. it in full yet, but it's a fearsome fanged wyvern with a... It looks like Tsinokre with extra steps. Also, einfach wenn Tsinokre gerade einen schlechten Tag hat oder... die Stiefmutter von Tsinokre, ne? Hardcore, badass, böse, will sie nicht gegenübertreten und gepanzert ist es auch noch. Ja, ich habe eine komische Stiefmutter. Strong air of menace about it. Ja, sieht geil aus. Sehe ich ein. The next monster is Aknosom. Aknosom is a bird wyvern that attacks hunters with its characteristic crest. By Natürlich! And using mit den Federn auf dem Kopf! This monster is the bird wyvern Great Izuchi. Ja, also wie gesagt, sind wir so ein Trome-Effektiv. To move around in groups of three, attacking all at once or in succession. Hunting them lies in how you defend against these attacks. Angriff ist die beste Verteidigung. Damage ist besser als Schaden. Du bringst erst die anderen beiden um, erst all seine Familie und Freunde töten, damit er selig gebrochen ist und danach ihn. Welcome to my TED Talk. And this is the amphibian Tetranodon. Yep, it swallows up gravel to expand its body and then charges it. As its body changes, so do its attacks. So you'll need to change your approach on the fly while dealing with them. Wobei sie, also die Idee ist geil, du hast sowieso schon ein Tier, was zwischen allen, also zwischen Vogel und Säugetier ist, und packst dann noch eine Schildkröte mit drauf. Einfach nach dem Motto, habt ihr schon mal von Chimären gehört? Oh, warte, Tetranodon. Tetra steht für 4. Das heißt, wir haben Vogel, wir haben die Schildkröte, wir haben das Säugetier, höchstwahrscheinlich. Und dann noch den Frosch wegen Amphibien. Haben sie nachgedacht? As you can see, Tetranodon and Look at my belly! We are working out new gameplay elements that arise through fights between monsters. Ja, friss halt das den kompletten Azuros weg! Of course, there are other returning monsters, including Arzuros and plenty of new monsters too. So please look forward to more monster info in the future. Ja, ich hätte gern schon ein bisschen mehr darüber gehört. Next, I'd like to show your base in this game. Ah, base! Ah, oh mein Gott, ja klar. Your base in this game is called Kamura Village. You'll find okay, all the conveniences a hunter needs, like the smithy and other facilities. And all kinds of colorful characters. The story in this game unfolds through the characters of this village. Sieht sehr geil aus. Also hat definitiv die Basics mit drin. Also rechts unten geht's wahrscheinlich zu der Farm, würde ich jetzt mal spontan sagen, mit dem Wasser so daneben. Und wenn du eh schon die Mühle da hast, kannst du auch eine Farm dahin bauen. Runter könntest dann raus oder zur Gildenhalle. Also zur. Nee, warte. Gildenhalle wird das große sein, nehme ich an. Wobei, du siehst nirgendwo hier einen Questpunkt. Das heißt, es kann sein, dass die rote Brücke wirklich zur Online-Gildenhalle führt und dass drin halt wieder irgendwie Dorfquests sind, die sich mal sinnvoll ein Haus gebaut haben, was sehr, sehr viele andere Dorfältesten nicht getan haben. Früher als ich jung war, brauchten wir doch keine Häuser. Okay. Wir haben doch in Höhlen gelebt, was die Tigrex-Höhle Unite erklärt. Okay. So, deswegen steht die Oma mal draußen rum, weil so eine Eisfront dasteht. Boah, Theorie confirmed. Ich sollte aufhören, gerade wenn ich Physiker werde, bei jeder Theorie, die ich habe, anschließend Theorie confirmed zu schreien, ist ungünstig. Egal, ansonsten kann es natürlich sein, dass es trotzdem Versammlungshalle ist und man einfach nur online spielen kann oder halt nur online Quests machen kann, die man auch offline spielen kann, wenn das verständlich war. Ah, okay. Und die Bäume hinten könnten auch ganz cool sein. It looks like we've got a rampage on our hands. Das ist aber ziemlich eindeutig Japan, ne? Also du hast diese Kirschblütenbäume, die da mitweisen, diese Schlagertypen. Gut, die hast du auch in Deutschland, aber die machen schlechtere Sachen. Diese Röstäpfel waren, glaube ich, auch, gut, ist nicht typisch japanisch, aber ich glaube, die gibt es auch ab und zu. Allgemein, das Auftreten ist sehr japanisch. Oder ich verwechsel gerade wieder irgendwas im
ostasiatischen Bereich, aber würde ich mal spontan vermuten. I can't say anything yet about the Rampage, but we are aiming to provide a new experience with this, so please look forward to future announcements. Und das sind wieder die Termen. Das heißt, du kannst dich hier hinsetzen. Jetzt kannst du deinen Hund baden! Das war's von Bitches Hole. To close things off, I'd like to share the release date and the details on the different versions. Different versions? As we announced in the trailer, the game will release on March 26th, 2021. Sie selbst wie so ein Hund, das Monster. The following versions. The Standard Edition and the Deluxe Edition with a bundle of recommended DLC. Ja, okay. Oh, Four Jesters. Fischkoller. Komm, ich will wissen, was ich verpasse. Itzisho, okay, irgendwelche Haare. Face Paint. Ne, toll, ich bin eh immer dreckig, sieht man eh nicht. Samurai Pose Sets. Shuriken Collar, Palomit. Ah, oh, eine Shuriken Armor wäre vielleicht für den Hund ganz cool. Ja, ist mir egal, wie ich aussehe. Mein Hund muss gut aussehen. Wichtig. Deluxe Edition with a bundle of recommended DLC. Aber ich glaube, ich werde das Standardding holen, da wir nicht ja, spät anfangen, dann ist gut. But all versions will include special layered ein Golden Retriever, woo, Palico Forest. Ich habe gerade Forest Fat gelesen. Custom Layered Armor, okay, gut, das heißt, die sind einfach Golden Retriever wäre schon geil, ne? Das hat schon Stil. Pre-Order, ne? Reveals Talisman for some extra assistance. Ja, okay, gut. Palamute and Palico. Wer jetzt wenn ich schon Assistance brauchen würde, ich verliere auch mit Assistance, also macht keinen Unterschied. Also, we will be releasing these three es gibt Amiibos? Rise on the same day as the launch of the game. Ooh. Using these Amiibo lets you unlock special layered armor. Ah, okay, gut. On top of that, you can also enter a daily lottery in the game for a variety of useful items. We will provide more details on these Amiibo in the future. Ich hätte nämlich gerne Amiibos, mag ich wirklich, wenn du viel mit denen spielen kannst. Wenn du die benutzt und ein paar Items bekommst, ne, toll. Aber wenn du wie in Smash mit dem spielen kannst, das Hochrelevant und wirklich viel mit denen machen kannst, dann lohnt sich so ein Amiibo eher. Aber so ein, ey, du kriegst zwei Items für 15 Euro, ey, muss jetzt nicht sein. Wenn die cool aussieht, vielleicht. Gerade zu der Magna Malo. We also have some compatibility features with Monster Hunter Stories 2, which we also announced today. Please look forward. Was ihr gerade getan habt. For more information about Monster Hunter Rise, please check out our official website, which will go up later today. Pre-orders for the download version will start shortly after this Monster Hunter Direct. So please head on over to the Nintendo eShop and have a look. Also spielen wir es auf jeden Fall. Wie gesagt, Open World war doch scheiße geil. Ich nehme an, es wird nicht Open World sein. Da hat man schon Our First Area, was schon so natürlich sein kann nach dem Motto, okay gut, wir haben dieses Gebiet und direkt daneben kommt das nächste, aber es wird typisch Monster also wahrscheinlich immer noch getrennt voneinander sein. Ist ja auch okay, ein gewisser Teil der Formel darf man natürlich beibehalten. Es wäre wahrscheinlich nervig, wenn du immer bei einer Base startest und dann durch das erste Gebiet durch musst, um zum zweiten zu kommen. Du hast den Hund, aber irgendwann dauert das vielleicht einfach zu lange, sehe ich ein. Nichtsdestotrotz, das sieht sehr, sehr witzig aus, gerade dieses Hin- und Herspringen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das Gebiet dann beenden wollen. Ich werde mich wahrscheinlich ein paar Mal darüber aufregen, dass ich diese Wahl nicht gut finde. Das kann ich schon mal predikten. Aber es wird Spaß machen, überall hin und her zu springen. Und vielleicht nach 100 Stunden Gameplay zu merken, oh, auf diesen Berg komme ich ja auch rauf. Auch wenn ich allein bei der ersten Quest 50 Minuten lang versuchen werde, über einen Berg zu kommen, über den man halt nicht drüber kommen kann. Ich sehe mich da. Monster Hunter Rise, for now. But Mr. Ichinose has a few final words for you. Thank you for watching this introduction. Er sieht auch voll motiviert aus. We are currently working hard on completing the development of this new Monster Hunter game. Your reaction to this announcement will give us strength and motivation. Scheinbar noch nicht viel Bilder dafür. Wait, was war das? Your reaction to this announcement will give us. Okay, warte mal. Streicheln die das gerade oder was machen die damit? Mit diesem komischen Vogel. Ja, Body Sack, ich weiß, mein Bauch ist geil. Der ist nur 2 Sekunden dahinter, keine Ahnung. Aber der hier hat ein cooles Outfit. Das sieht ein bisschen aus wie Sif aus Dark Souls. Was wahrscheinlich alle tun werden irgendwann. We hope you'll enjoy Monster Hunter Rise. Auch wenn sie ihr komplettes Spiel nach dieser einen Mechanik benannt haben. Okay. All right. Next up, it's my pleasure to introduce the newest RPG in the Monster Hunter series,
Monster Hunter Stories 2. Habe ich bisher noch nie gespielt, Monster Hunter Stories. Nur mal peripher erfahren, was es sein könnte. Also, beeindrucke mich! It's time to entertain me! I'm entertained! No mere coincidence that you were given Red's kinship stone, and now Arathalos' egg. This is destiny. I'm so glad you're still alive. Nicht bis Gixi Michael kommt. Das Grundkonzept ist ja schon mal cool, muss ich mal zustimmen. Lou? Quick, hurry! We don't know if it's the right monster. Our mission is to see if it truly has catastrophic power. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Endlich! Was? Also es sieht ja grundsätzlich cool aus, um mal zu überlegen, was ich sagen wollen würde. Das Problem für mich ist, was ich jetzt sehe, weswegen ich auch bisher Monster Hunter Stories noch nie gespielt habe, ist, dass die Monster sich natürlich nicht weiterentwickeln können. Das ist immer so einer dieser großen Sachen für mich, dass wenn du irgendein Spiel hast und dort deine Freunde, deine Viecher, deine Tamagotchis, was auch immer es da ist, trainierst, dass die sich halt auch verändern. Und das nicht nur so nach dem Motto, ey, du wirst plus eins stärker, geil, sondern die das Aussehen sich verändert und sich freuen kann, wie cool sie geworden sind oder wie scheiße sie später aussehen. Looking at you, Gen 5 Starters. Nichtsdestotrotz, das ist halt bei Monster Hunter nicht gegeben. Du kannst vielleicht eine Subspecies bekommen, aber das hat mir auch schon bei Ni No Kuni nicht so gefallen, dass du halt einfach nur die Farbe deiner Monster änderst und dass nicht was Großes Neues bei rauskommt. Während man bei Pokémon eine klare Änderung hat, die man einmal herausfinden kann. Bei Digimon eine wilde Änderung, die jedes Mal anders ist. Und bei Monster Hunter Dragon Quest Joker einfach Monster mergen kann und was komplett anderes rauskommt. Und das Schema man erstmal verstehen muss, damit man weiß, was dabei rauskommt. Das sind die geilen Spiele in der Reihenfolge, wie ich sie aufgezählt habe, in aufsteigender Geiligkeit. Aber wenn du halt hast, hier ist ein Monster, wenn du das nächste bekommst, ist es useless. Gratulation. Ja, danke. Ich baue gerne Bindungen auf und sehe zu, wie sie sich weiterentwickeln. Und das sehe ich da halt so noch nicht. Das ist so mein Hauptproblem. Auch wenn es sich vielleicht verdammt geil spielt. You'll become a monster rider, traveling the world with your monster. Ich bin schon immer ein Monster Rider gewesen. And experience a rich story set in the Monster Hunter universe. You'll be joined on your adventure by a number of popular monsters from the main series. Gut, das habe ich gerade schon gesehen. Forged together will have far-reaching implications as the plot unfolds. Our emotional story begins with the mass disappearance of Rathalos from around the world. Das haben wir gerade schon gehört. As the descendant of a legendary writer named Red, you have a fateful encounter with a Wyverian girl who has been entrusted with an egg. I can't say much more at this point in time, but just... Hier, was mir gerade auffällt, sie fangen zum ersten Mal oder zum zweiten Mal an, ihre Series in ein RPG umzuwandeln. Und was machen sie? Wir haben bisher immer die Wyverianer Ältesten. Jetzt kriegst du ein kleines Mädchen von denen. So typisch RPG, ein Japano-RPG. Und hier ist dieses kleine süße Mädchen. Für dich. Ja, mach, was du willst. Freu dich. Okay. The title of story suggests we're working hard to provide fans with a fantastic narrative worthy of the series. On top of that,
We're including elements that connect this game with Monster Hunter Rise, so please look forward to that as well. Ja, ich würde gerne gewusst, was denn. Ich weiß, ob es für mich interessant ist oder nicht. We hope that Monster Hunter fans and all fans of RPGs in general. So wie ich mir Pokémon Let's Go Evoli nur geholt habe, weil es Pokémon Go kompatibel war. Ich glaube, es sollte normalerweise andersrum sein, aber ich fand das so eigentlich ganz gut. We'll enjoy Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. We can't wait to reveal more about this game in the future, so stay tuned. Ich würde zumindest mal noch zuhören, was da so Neues kommt, aber... Today, we introduced you to two new titles, Monster Hunter Rise and Monster Hunter Stories 2. We've created official websites and social... Gut, da wird jetzt nicht mehr viel kommen, nehme ich an. Schauen wir kurz durch hier. Labert. Watching this Monster Hunter Direct. Gerne doch. Gut, dann sind wir tatsächlich durch. Na Mensch, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir wollen auch ein Feedback haben, nehme ich an, weil hauptsächlich ging es ja Monster Hunter Rise. Es tangiert mich mehr, als wenn Sagreis kaum umfallen würde. Nein, ich werde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne spielen. Ich habe Bock drauf. Wie gesagt, dieses Feature, ich meine, die haben ihr komplettes Spiel nach diesem einem Feature benannt. Das muss klatschen. Die haben da hohe Stakes gesetzt innerhalb, also Rice mit Steaks sozusagen. Jetzt kriege ich schon wieder Hunger, verdammt. Aber ich werde dieses Spiel jedes Mal Hunger haben. Jedes einzelne Mal nach der Ankündigung, nach der Ansage. Wie gesagt, es fühlt sich sehr geil an, es sieht sehr geil aus. Es ist, wie gesagt, effektiv eine Insektenklebe in jeder Waffe mit drin. Ich hoffe, dass sie noch eine neue Waffenart mit reinfügen. Hat man jetzt, zumindest, ich habe nicht genau aufgepasst, aber hat man, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe nicht genau auf die Waffen geachtet, vor allem, weil jede Waffe da wieder 1000 neue Bewegungen mit hat, muss ich erstmal mit reinfuchsen, aber die sahen witzig aus und vor allen Dingen sehr viele schnelle Bewegungen, was das Ganze nochmal so einen gewissen Pep mit dazu gibt. Warte, Pep mit dazu gibt, danke. Wollte meine Finger vorher nicht. Okay, könnte witzig sein, ich freue mich drauf. Was haltet ihr davon? Von beiden Spielen noch gerne. Gerade wenn jemand seine Stories schon mal gespielt hat und mir sagt, boah, was, du beginnst dort mit dem Jan Kutku, der wird zum Rathalos oder sowas, der entwickelt sich weiter, I don't know. Gerne die Kommentare schreiben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir bitte Bescheid, wie gesagt, auch bei dem Spiel. Und damit, adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.